Im Tierheim in Cottbus leben zurzeit ein paar absolute Kraftpakete. Hundemutter Balu ist 4 Jahre alt und eine Pitbull-Dame. Sie liebt lange Spaziergänge, denn in ihr steckt viel Energie. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ihr Sohn Jerry Lee ist 2 Jahre alt und ein Mix aus Pitbull und Rottweiler. Das Temperament hat er von seiner Mutter geerbt. Die Pitbull-Rasse steht in Brandenburg aber auf der schwarzen Liste. Deswegen dürfen beide nicht in Brandenburg bleiben. Die neuen Halter sollten deswegen aus einem anderen Bundesland kommen. In Thüringen wurde die Rasseliste zum Beispiel komplett abgeschafft. Balu und Jerry Lee sind aber absolut zutraulich. Auch bei einer neuen Familie mit Kindern würden sich beide wohlfühlen. Sie müssen auch nicht unbedingt zusammenbleiben. Auch Vater Boomer wohnt zurzeit noch im Tierheim. Der stolze Rottweiler ist gegenüber Menschen sehr zutraulich. Allerdings muss sein neues Herrchen mit ihm einen Wesenstest durchführen. Das ist eine Art Führerschein, bei dem Experten seine Aggressionsbereitschaft testen. Ist das erledigt, darf man ihn auch ohne Leine und Maulkorb führen. Bordeaux-Doggenmix Albert ist ein echtes Schwergewicht. Stolze 57 Kilo bringt er auf die Waage. Dabei gehört er schon zu den älteren Modellen. Der 10-jährige Albert sucht jemanden, der ihm seine letzten Hundejahre versüßt. Albert kam mit der Feuerwehr rein, weil der Besitzer direkt an seinem Geburtstag verstorben ist. Für ihn suchen wir vorwiegend eine Pflegestelle, möglichst nicht in der Wohnung, lieber einen Hof. Also wenn Wohnung, dann soll es so schön groß sein und maximal ebenerdig. Ja, ist ja gut. Und wenn möglich, nur zu Frauen. Also Männer, er kommt zwar aus dem Männerhaushalt, aber er ist da sehr, sehr speziell, was Männer angeht. Von Männern hat Albert also anscheinend die Nase voll. Ja, langsam. Was jetzt? Der schüchterne Asko ist das letzte Kraftpaket im Bunde. Der 4-Jährige ist ein Scheidungskind. Da hat sich das Pärchen getrennt und die Frau hat ihn mit in die Wohnung genommen. Und ursprünglich hat er auf dem Hof gelebt und in der Wohnung kam er überhaupt nicht zurecht. Da hat er dann auch angefangen, alles zu zerlegen. Und deswegen würden wir uns wünschen, dass er auf den Hof kommt wieder. Asko ist also ein richtiger Naturbursche. Er braucht auch erstmal Zeit, um sich an seine Umgebung zu gewöhnen. Dementsprechend ist er sehr vorsichtig, aber auch zutraulich. Familien mit kleinen Kindern sind nichts für ihn. Er hat dann doch lieber seine Ruhe. Balu, Jerry Lee, Boomer, Albert und Asko. Hunde mit harter Schale, aber ganz weich im Kern. Die 5 Kraftpakete warten schon sehnsüchtig auf ihr neues Zuhause.